Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir heute hier auf einer Sneakermesse in Berlin auf der Crab City. Ich bin mal gespannt, ob wir heute irgendwas Nices finden. Ich suche auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen und bin gespannt, wen wir auch treffen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit und ja, jetzt gehen wir wirklich rein, ja, let's go. So Freunde, ich bin jetzt gerade hier in einem StockX-Stand und hier ist ein Schuh von, ich glaube, 5, 6, der original ist und die anderen sind fake. Und ich muss jetzt herausfinden, welcher real und welcher fake ist. Ich bin mal gespannt. Jetzt können wir mal meine Kenntnisse testen hier. One is real, of this all. Yeah. Okay. So, pick him up, have a feel, check the stitching, check the leather. We also sniff every shoe, it's part of the service. Man's looking in the right spots, man's looking in the right places. Man's got the mischiefs on. Some of them are very good fakes. Yeah. Some of them are stinky fakes. This one is fake. I love the confidence. I never got this in hand, but... Yeah, also fake. Ich habe den halt auch noch nie in der Hand gehabt, so ist echt schwierig. Aber der Shape hier sieht halt sehr komisch aus. Also der ist, wenn man das mal sehen kann, der ist halt hier so sehr flach. Also. So when we do our verification process, we also always have like a black light. And that's a really good way of doing it. Particularly with the high quality fakes, because you have trace lines. So these little fine white lines. These sind falsch, aber sehr gutes falsch. Ja. Und das nur mit einer schwarzen Lampe. Ja, but I've seen this on the toe box area. Yeah, like this is so, shape is off and... The thing is like, if you just look here, the stitching is like a tiny bit like... Yeah. Und auch das Leder ist ein bisschen so dumm. Und ja, deswegen fliegt das auch direkt so, ne? Ja. Und das Wort? This one, yes. Den hatte ich halt selber schon mal, aber irgendwie ist der mir auch ein bisschen zu leicht. This one is also fake, I think. You should tell me in 10 seconds. Yeah, this one is real. Nah, was a joke. Ah, no, that's your strategy. So, one of them is real. So, I would recommend squeezing the toes. Yeah, I think this one is real. Sehr nice, sehr, sehr nice. So, like, yeah, main thing is just like how thick the leather is. Same with like the wings and the back here. There's just like a lack of clarity. Yes. That's a very good fake. Mm. And that's the sort of thing where you're going to need to like have a black light, take like real time with it. Look at the box as well. Yeah. I saw it on the swoosh right here. Yeah, so yeah, the swoosh is like in I don't know. You can see, there's just like, yes. Like, it's a bit pregnant right here in the middle. Yes. But man, you got the right eyes for it, dude. So Pablo Max Cobaya. Yeah? Yes. If you buy anything today, bring it back, we can do the verification process for you as well. Okay. So if you see anything and you're like not sure, or you just want to make sure, like you're going to film it, like come back and find us. Thank you. Easy. Thank you very much. StockX wirklich sehr, sehr korrekt gewesen. Die haben mir noch so eine Bag geschenkt und ich habe noch einen 10% Rabattcode bekommen. Also sehr, sehr coole Dudes da und ja, gucken wir weiter. Also man hat... Es geht. Alles gut? Ja. Sehr nice. Wie gefällt dir die Messe? Ja, gut. Ja, willst du mir das Video? Ja. Willst du irgendwas sagen? Luke, komm mal. Was geht's? Ja, hallo. Alles gut bei dir? Ja. Wie gefällt euch die Messe? Ist gut. Ist gut? Ja. Safe. Ja, ich bin schon... teuer. Zu teuer? Ja. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Aber gucken wir mal, ja? Ich wünsche euch viel Erfolg, ja? Ja. Danke, haut rein. So Freunde, wir sind jetzt gerade nochmal an einem Stand, wo ich ein, zwei Schuhe entdeckt habe. Unter anderem der Mami Dunk da hinten. Und ja, wir gucken mal. Was geht? Gut, mit alles dem. Gut bei euch? Ja, es geht. Wie gefällt euch die Messe? Bis nun ist gut. Ist gut? Ja, ist eine Stunde. Wo kommt ihr her? Wir sind von Holland. Von Holland? Ja. Ach, crazy, crazy, crazy. Ich habe so ein paar Schuhe bei euch entdeckt. Ja. Zum Beispiel der Mami. Der Mami, welche ja. Wie groß ist der? Ist eine 42, glaube ich. Oder eine 41, das weiß ich nicht. Okay. Ja. Wie viel wollt ihr für den haben? Für den vielleicht 400. 400, echt? Oh, okay. Habt ihr 43 irgendwas da oder 42? Ah, vielleicht nicht schon noch. Ah, okay. 42,5. Was, der Schwarze auf White? Der Weiße. Okay, und der Schwarze? 41. Ah, okay. Wie viel wollt ihr für den Weißen haben? Nur mal, also nur mal so? 450, 500. Okay.
ich schaue noch ein bisschen rum. Ja. Und wenn ich irgendwas nochmal finde, komme ich schon mal vorbei. Ist gut. Alles klar. Sehr cool. Danke, danke. Ja gut, die auch insane. Mal gucken, was sie so dafür haben wollen. Das würde mich mal interessieren. Only for interest, how much you want for the Louis Vuitton? 6K. Which size is that? 43. Ah, okay. Great. Thank you. So, Freunde, jetzt sind wir noch an einem Stand. Auf jeden Fall auch ein bisschen Heat am Start. Und vor allem hier die Hufe. Also, die. Da frage ich jetzt mal, ob man die mal anschauen kann. Ja, aber ganz vorsichtig. Ja, ja. Early Pass, ja. Ey, sehr, sehr krass. Sehr, sehr crazy. Panda SB ist einfach sehr, sehr krass. Ja, auf jeden Fall auch einige nice SB-Dunks noch da. Man kann ja mal gucken, was sie so preismäßig haben wollen. Der Mami wäre es halt. 42,5 habt ihr auch von Mami. Wie viel wollt ihr dafür haben? 500? Okay, krass. Komm mit. Ein paar nice SB-Dunks noch. US 9 300 habe ich selber für 220 bekommen. Also das ist schon krass Rape, muss man sagen. Ist das schon der neue? Aus dem neuen Release? Ja, genau. Ja, also Toebox ist nochmal ein bisschen anders, würde ich sagen. Ich habe den auf jeden Fall auch mal schon mal in der Hand gehabt, den Original, also von 2020. Aber interessant, safe. Okay, wir sind jetzt nochmal bei so einer Mystery Box. Da können wir innerhalb von 20 Sekunden, ja, müssen wir herausfinden, welcher Schuh da drin ist. Sind Jordans, Dunks drin und kann man auf jeden Fall was gewinnen. Ich probiere es mal, ja. Okay. Er hat jetzt 20 Sekunden zu schaffen. 20. Boah, was ist das? Oh. Adios, amigos. Adios, okay. Kurz zusammenfassen, es ist kein Off-White, aber er hat Suede hinten an der Heel. Das ist Suede gewesen. Leder Toebox, Größe würde ich auch sagen, so 46. Ich weiß es, ich weiß es safe. Es ist, glaube ich, eine aus diesem Pack, wo es einen blauen gab, einen roten Track Red, Olive und Yellow. Da gab es so ein Pack davon. Also Freunde, ich habe auf jeden Fall jetzt getippt. Ich blende euch den Schuh hier mal ein, wenn der das ist. Und in dem Colorway auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt. Ich werde es auf jeden Fall auch wieder auflösen natürlich. So Freunde, der Schuh, den ich getippt habe, der war es leider nicht. Wir haben auch noch darüber geredet, dass wahrscheinlich der Mokka war. Weil der ist eigentlich von der Art her genauso wie der, den ich getippt habe, wenn ihr euch das mal anguckt. Aber ja, sowieso die Größe falsch geschätzt. Heißt, man hätte den dann eh nicht bekommen. Aber ich war auf jeden Fall nah dran. So Freunde, der hat auf jeden Fall gut eingepackt. Was geht, Bro? What's up? How are you? Foam runner. Foam runner, great. Oh, from which? The first that ever came out. Oh, sheesh! Where are you from? Slovakia. Fire away. Oh, Travis. Heat. Oh, Fire Reds. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. So, die Jungs, letztes Mal schon ein Video gehabt. Wie heißt du nochmal? Ellen. Okay, und ihr habt euch gut was gekocht, also krass. Ja, ich habe mir die Lightnings halt geholt, aber es ist eine 43er Box, obwohl ich hier eine 42 drin habe. Wie viel hast du bezahlt? 30. Also 30? Ein richtig, okay. Guter Preis eigentlich. Also, ja. Dann habe ich mir die arme Manier. Die Zweier? Ja? Zweier. Ah, sehr, sehr wild. Für 2,50. Ja. Geil. Personal? Ja. Oh. Sehr nice. Zweier fühle ich auch sehr. Ja. Unions haben wir ja beide. Ja, ja, safe, safe, safe. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Ja. Tschüss. Ja? Haut rein. So Freunde, 2 Stunden sind um, jetzt wird erstmal ein Burger reinmassiert. Ich bin gespannt, wie der hier schmeckt. So Freunde, beißen wir mal rein. Ist gut. Wollen wir ein Selfie machen? Ja. Ja, gerne. Vielen Dank. Sonst geht's gut? Ja, und selbst? Ja, auch gut. Ich gucke ja ab und zu, schicke mein Neffe ein paar Videos von dir. Sehr nice, sehr nice. Du hast tolle Sprüche drauf, ey. Ah, cool. Sehr korrekt. So, you can come in the video, man. So, this guy told me Habibis for... 370. 370. Slightly used. One times one, I think. Yeah, like this. OG all you told me? Yeah, yeah. Everything. We see. Okay, the only thing is that the box is a little bit destroyed. So. Yeah, I know. This is because the price is low. Yes, okay. But the shoe is like in good condition. Yes, yes, yes. So we can check it on things, do you mean? On StockX? Come on. Okay, so no let's check it.
Those are the Habibi, the same. That's just... Yeah, that's fine. Okay. So, what is your last price because of the box? $370. $370? Really, first you mean 320, I think. $350 and we have deal. $350? First of all, I want to say $280, but $280 is too low for you. $340 max. $340? $290? My last offer is $330. Let's do $300. That's fine. For both? I paid for him $400. Yeah. $325 I can do. $310? Let's do $310. I think 310 is good because of the box. 320. 310? 320. 310, bro. 320. 310. I'm firm. On this 310. One, I'm firm. Ching Chang Chong. If you win, 320. If I win, 310. Three times. Nah, das war ein bisschen zu spät. Okay, 320. Okay. 100? 100, yeah. 200? Yeah. 300? Yeah, 300. 20. 20, yeah. Okay, thank you, bro. Thank you, bro. Can I do shout out to my Instagram account? This is my Instagram. See each other. See you. Ja, Freunde, also was soll ich sagen? 310 für einen Habibi ist auf jeden Fall, würde ich sagen, ein sehr guter Deal. So, Freunde, wir gehen jetzt mal zu einem alten Bekannten. Was geht? Alles gut bei dir? Ja, Bro, bei dir? Alles ja. Bestens. Hast du schon irgendwas gut verkauft? Wie läuft's? Ja, läuft ganz gut. Also eigentlich war ich anfangs sehr enttäuscht wegen der Organisation. Aber es sind ein paar Prachtstücke weggegangen. Ah, der Strange Stuff ist weg. Ja. Für 59. Geht aber echt da, ne? Ist okay, ja, ja. Den hier, da haben sehr viele Leute nachgefragt bei der Medium Olive. Haben wir auch schon zwei verkauft, auch ziemlich gut verkauft. Ja. Ich glaube, viele sind interessiert an so Dunks und eher weniger an Formrunner, habe ich gemerkt. Aber sonst, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, ja, safe. Von den Sachen, die halt also, da. Shoutout an Luca. Mission Laces war 1000-mal geiler, also... Da kann man wieder sagen, dass das Niveau ganz, ganz anders ist. Ne? Da kann Mesh Lace sich als Europas größtes Sneaker-Mess verkaufen, aber ich weiß nicht, Crab City hat ein bisschen mager abgeliefert. Ja, muss ich im Endeffekt auch sagen. Check mich gerne ab, Instagram, Borax World, falls ihr Schuhe braucht oder auch zu meinem Sneaker-Raffle kommen wollt, jedes Jahr einmal in Berlin, schaut gerne vorbei. Danke, dass du da warst, Bro. Alles klar. Sehr nice. Und viel Erfolg noch. Ja. Dankeschön. Wir sehen uns. Also Freunde, mal so ein kurzes Zwischenfazit. Ihr habt es ja eben schon gehört. Ist auf jeden Fall nicht so viel los wie auf der Mesh Laces zum Beispiel. Wer den Vlog noch nicht gesehen hat, ich blende euch den oben mal ein. Und ich habe jetzt auch noch nicht so meine Sachen gefunden, wonach ich gesucht habe. Es gibt ein, zwei Sachen hier, wie zum Beispiel den Mambi Dunk. Der ist aber auch nicht so hundertprozentig meine Size. Ein paar Pata Air Max sind noch da, aber da muss ich gleich noch mal ein bisschen gucken. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen verhandeln bei manchen Sachen. Und wenn irgendwas Nices dabei ist, dann wird es mitgenommen. Ja? Schauen wir mal. I'm from Germany, actually. Originally, I'm from Ukraine, but I live in Germany. Ukraine? Yeah. Great. So, what you pick up? All this today? Yeah, all this today. Crazy. What is your best pickup today? Best pickup? I didn't buy a lot, but I bought like... It's not a lot, yeah, of course. No, I'm selling it. I'm bringing it with me from the Frankfurt. Yeah. Okay, and what did you buy? I bought like two pairs of Jordans. Which one? Jordan 1 shattered backboard and Jordan 1 pine green. 1.0 or 2.0 shattered backboard? 2.0. Oh, great. Have a great day. Thank you. So, letzter Schuh zum letzten Schuh nochmal erfüllt. Leider Aufnahme irgendwie fehlgeschlagen auf jeden Fall. Es ist ein Tom Sachs Schuh, ganz klar. Colorway müssen wir jetzt mal gucken. Größe, was würdest du sagen, Größe? 44. Ich habe jetzt diesmal gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube auch so 44. So Freunde, wie gesagt, das war safe ein Tom Sachs Schuh. Colorway kann ich halt nicht sagen, ich kann es nur erfüllen, obwohl die beiden Colorways, die rauskamen, eigentlich gleich sind. Wir haben uns für den Dark Sulfur eingetragen, ich finde 43, sie finde 44. Gucken wir mal, welche Größe es im Endeffekt war. Ich bin diesmal wirklich sehr, sehr gespannt. Jetzt wird aufgelöst, hier vorne. Congratulations,
you correctly guessed the size, model, and shoe. It was the Tom Sachs General Purpose Yellow, size 43. Oh my god. Wow, so. Oh my god. If you got that, then well done. I put Tom Sachs down, so I was never going to win. 43. Ja, aber ich habe richtig geschätzt. Also du bist der Gewinner, ja? Genau. Du hattest auch 43? Ja. Und es gab 12 andere, die das auch richtig hatten? Genau. Ah, okay. Dann aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Und viel Spaß damit. Danke. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen. Alles richtig geschätzt. Aber es haben noch 12 andere auf jeden Fall das Ganze auch richtig geschätzt. Das heißt, es wird nochmal intern ausgelost. Dickes L gezogen, wie immer, ja. Aber Shoutouts an den Dude, der gewonnen hat. So, Freunde, das wäre es gewesen von der Crab City in Berlin. Hier, mein einziges Pickup habe ich euch ja gezeigt. Ansonsten gab es leider echt nicht so nice Sachen für mich. Ja, war trotzdem sehr cool. Man hat sehr coole Leute getroffen. Und ich muss echt sagen, sowas muss öfter hier nach Deutschland. Sehr coole Community hier und ja, wenigstens eine Sache. Vielleicht nächstes Mal. Auf jeden Fall sehr, sehr nicer Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, um keine solche Videos mehr zu verpassen. Haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüss.